Seit wir an der Schule sind, bereiten wir uns darauf vor, indem wir die sorbische Sprache lernen, indem wir die Lieder lernen, aber auch die Bräuche lernen und uns darüber informieren. Die Zweisprachigkeit von Cottbus Kosjubus ist ein Alleinstellungsmerkmal, das müssen wir ausbauen. Heute mittlerweile 36. Zappus, der große Festumzug heute hier im Rathaus in Cottbus. Erstmal, die Freude ist bestimmt sehr, sehr groß. Oh ja, auf jeden Fall. Wir jubeln eigentlich seit der 7. bzw. 5. Klasse auf diesen Tag hin, dass wir da endlich teilnehmen können. Deswegen, Freude ist wirklich riesig. Ich wollte gerade fragen, was bedeutet denn einem wirklich dieser Tag? Also was wollt ihr damit auch verkörpern und symbolisieren? Also vor allem wollen wir die sorbische Kultur, die Tradition und vor allem auch die sorbische Sprache nach außen in die Stadt tragen, weil nicht jeder kennt die sorbischen Bräuche. Und heute ist wirklich der Tag, an dem wir alles mal zeigen können, was wir haben. Wir können Stimmung machen und wirklich sorbisch sein, sag ich mal so. Wie lange bereitet man sich vielleicht auch auf den Tag hier heute vor? Also angefangen haben wir letztes Jahr mit Tanzproben. Und eigentlich, seit wir an der Schule sind, bereiten wir uns darauf vor, indem wir die sorbische Sprache lernen, indem wir die Lieder lernen, aber auch die Bräuche lernen und uns darüber informieren. Ja. Welche Stationen gibt es heute noch? Ihr seid ja bestimmt in der ganzen Stadt so ein bisschen unterwegs. Ja, also genau welche Stationen es heute noch gibt, kann ich gar nicht sagen. Aber wir sind auf jeden Fall noch bis nach 18 Uhr hier irgendwie unterwegs. Wir kommen noch überall vorbei. Es war einfach nur Lebensfreude pur. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und ihrem Direktor vom Niedersorbischen Gymnasium hier den Weg zu uns gefunden haben und vor allen Dingen gute Laune vermittelt haben und gleichzeitig uns gezeigt haben, Cottbus Kosjubus hat so viele Traditionen, hat so großartige Menschen, war einfach toll. Welche Rolle spielt der Erhalt der sorbischen Kultur jetzt speziell in Ihrer Politik? Das ist ein großer Schatz, den wir hier in Cottbus und auch in der Region haben. Und wir müssen junge Menschen, Junggebliebenen die maximale Unterstützung zukommen lassen, dass sie ihre Tradition, unsere Tradition leben, auch in den Alltag. Die Zweisprachigkeit von Cottbus Kosjubus ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das müssen wir ausbauen. Und wie überall Netzwerken, viel miteinander reden und tolle Veranstaltungen, so wie heute, durchführen. Was haben Sie sich vielleicht auch speziell vorgenommen? Welche Ziele und Projekte können vielleicht dahingehend auch weiter gefördert, vorgenommen, umgesetzt werden? Also ganz am Anfang, ich muss unbedingt einen Sprachkurs machen, um dort besser zu werden. Und ansonsten freue ich mich, das haben wir heute auch verabredet, auf viele Veranstaltungen, die ich gerne besuchen werde. Und das eine oder andere, was im Jugendbereich, aber auch im Bildungsbereich, da müssen wir vorwärts kommen. Und da sind heute schon feste Verabredungen beschlossen worden.